Wir sind in Köln mit Crow. Wie geht's dir? Wunderbar, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Schönes Wetter, Erdbeereis. Was hast du gemacht in Köln? Ich war bei 1 Live den ganzen Morgen. Waren sie nett zu dir? Natürlich, es war alles wunderschön. Kennen die dich jetzt auch ohne Maske? Na, die kennen mich jetzt auch ohne Maske, ja. Fleißig Handgelder verteilen, damit dich niemand enttarnt. Die mussten alle, die ein Foto machten, umbringen. So ist es bei uns. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie wir so eine halbe Stunde diskutieren und ich die ganze Zeit dieses emotionslose Panda-Gesicht angucke, ohne Gesichtszüge. Warte mal, sieht man das, wenn ich grinse? Wenn ich immer so von unten gucke, dann kriege ich die Emotionen. Jetzt gucke ich mal böse. Weißt du nicht, du könntest vielleicht für das Interview die Maske... Soll ich die Maske mal abnehmen fürs Interview? Steffen, soll ich die Maske abnehmen fürs Interview? Wäre aber besser, so rein optisch. Ja. Okay, wir lassen die Maske heute noch. Dann setze ich auch eine Maske auf, damit wir gleiche Verhältnisse haben. Okay, let's go. Halt das Mic bitte kurz. Jetzt kommt eine Maske. Bleibt dieses ganze Interview über auf? Wow, ich hab Schiss vor dir. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Jetzt weißt du mal, wie man sich fühlt, wenn man mit einer Maske redet. Okay, krass. Hi, was geht? Aber keine große Veränderung, oder? Versteht man dich denn noch gut jetzt? Versteht mich eher schlecht, ne? Es geht, sagt er, aber mit dem Erdbeereis kriege ich Probleme. Also ich nehme sie gleich wieder ab, glaube ich. Bitter, ne? Ich ziehe das nicht so lange durch wie du. Wie lange du noch durchziehst, ist noch nicht entschieden, ne? Nee, das, mal gucken. Okay. Wollen wir eigentlich mal anstoßen? Mit dem Eis stößt man an. Cheers. Cheers. Nastrovi. Also ich esse dann mal. Ja, ich habe da eine Maske. Ich esse jetzt erstmal nichts, aber wir wollen über dein Leben reden, über deine Biografie. Mhm. Vielleicht fangen wir am Anfang an. Wann du geboren bist, ist ja auch schon wieder so ein Geheimnis, ne? Da kursieren ja mehrere Zahlen, wann bist du denn geboren? Es weiß leider kein Mensch, wie alt ich bin, aber es ist auch nicht so wichtig, oder? Na, geht so. Okay, sagen wir, wo bist du geboren? Die Lippe. ich bin geboren im Umkreis von Stuttgart, nicht direkt in Stuttgart. Wird jetzt nichts bringen, wenn ich den Namen nenne. Das kennt sowieso niemand. Ich komme nicht darauf klar, sorry. Ich gebe es auf. Ich bin nicht so hart wie du. 1-0 für mich. Würde ich sagen, 1-0 für den Panda. Gut, wie muss ich mir Crow als Kind vorstellen? Wie warst du drauf? Gut gelaunt im Kindergarten, hast viel gesungen und gute Laune verbreitet. Viel gesungen. Ich glaube, ich war ein Lausebengel, aber trotzdem noch nett. Netter Lausebengel. Dann ging es weiter. Auf welche Schule? Wo bist du hingegangen? Realschule, Gymnasium, Gesamtschule? Ich war auf der Realschule bis zum Ende. Bis zum Ende. Mittlere Reife hast du später abgeschlossen. Mhm. Ja. Dann reden wir über deine Jugend. Skateboard fahren, Musik hören. Skateboard oder was fahren, Basketball spielen, ständig abhängen mit der Crew und am Wochenende weggehen, mit 13 auf Partys, die ab 18 waren, eingebrochen und so, Alkohol geklaut. Was man halt so macht als kleiner Fratz. Also ein bisschen so ähnlich wie im Easy-Video. Genau so. Mit roten Bechern auch. Ja, damals waren die noch blau, die waren blau. Können wir uns ungefähr vorstellen, wann ging es mit Musik bei dir los, gerade mit Hip-Hop? Bei Hip-Hop.de interessiert uns das natürlich. Ja. Ich würde sagen, es war so mit 14, 15 habe ich angefangen, Beats zu bauen oder hatte ich dann einen PC. Und die waren damals noch schrecklich, aber man hat schon irgendwie, glaube ich, gemerkt, dass es cool werden kann. Das hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich das bis jetzt durchgezogen. Ständig am Beats bauen, nur noch Beats bauen. Du hast ja zwei Leidenschaften mindestens, Grafik und Musik. Mhm. Was kam denn zuerst? Grafik. Also wie man halt im Kindi dann malt, Kindergarten. So, da habe ich schon bemerkt, das ist geil, macht Spaß. Und weitere Hobbys oder lief es im Endeffekt auf Malen und Musik hinaus? Eigentlich war es das, ja. Malen, Musik und irgendwas mit, alles mit, was mit Kunst zu tun hat, habe ich auch in mich reingefressen. Ich habe in der Juice gelesen, du hättest mal einen illegalen Bathing Ape Affen irgendwo hingemalt. Ah, habe ich das dem gesagt?
Also die haben es auf jeden Fall recherchiert. Ich hab mal auch versucht zu sprayen. Also das war nicht sprayen, das war mit Pinseln. Da bin ich losgezogen nachts, mir einen Rucksack gepackt mit Farben und Pinsel und Klebeband und was man so braucht. Und hab dann ein langweiliges graues Stromhäuschen verschönert. Gute Aktion eigentlich, aber trotzdem war deine illegale Street-Art-Karriere damit schon wieder beendet. Nach einem Ding, ja. Aber dadurch kam ich auf den Namen, weil ich wollte dann unbedingt auch so einen Sprayer-Namen, so einen coolen. Und die haben dann ja immer so Kürzel, also drei Buchstaben meistens. Dann dachte ich, ich brauche auch drei Buchstaben. Was mache ich? Dann habe ich überlegt, mein Name, A und L weg, dann blieb nur noch Crow. Das war eigentlich die Namensgebung. Haben wir das auch geklärt. Also stattdessen, wenn du dann nicht dich mit Graffiti und Street Art beschäftigt hast, hast du stattdessen deine T-Shirts verschönert. Es wird jetzt total schwer, das Eis zu essen mit Maske. Das läuft mir nämlich gerade weg. Ja, da siehst du es. Fast enttarnt. Können wir die Kamera von unten? Genau. Du hast zum Beispiel Fuck H&M auf H&M T-Shirts geschrieben. Na, nicht so böse, aber ich habe halt einfach Shirts aufgepeppt mit flotten Sprüchen. Bis die ganze Stadt solche wollte. Genau, bis die ganze Stadt wild danach war, nach meinen T-Shirts. Und dann dachte ich, so, ihr Schweine, zahlt mir viel Geld dafür. Was glaubst du, wie deine Freunde dich damals beschrieben hätten, mit denen du rumgegangen hast? Warst du ja der extrovertierte Typ, hast du immer mit alle Leute, so der Klassenkasper, der alle mit Witzen unterhalten hat, eher der nachdenkliche Typ? Ich glaube, ich war eher der Hans Guck in die Luft, der einfach macht, was er will und manchmal auf die Schnauze damit fällt, aber manchmal auch genau das Gegenteil. Häufiger das Gegenteil. Dann war die Schule vorbei. Dann kommt man in die Phase, wo man überlegt, was man machen soll und sich dann denkt, ach, irgendwas mit Medien. War es bei dir auch so? Genau, also ich wusste ja echt ewig nicht, was ich machen soll. Das war so wie jeder, das ewig nicht weiß, was er werden will. Das ist bei mir genauso. Und dann war ich eher so spontan, ich bewerbe mich mal bei der Zeitung, mal gucken, was passiert, habe mich direkt angenommen, war cool. Und dann war ich da gefangen. Welche war das nochmal? Stuttgarter Zeitung. Und da hast du gemalt? Genau, ich habe als Mediendesigner angefangen, wusste dann aber nach einem Jahr, konnte ich so ziemlich alles, was man wissen musste da und durfte dann in eine andere Abteilung reingucken und war dann in der Grafikabteilung und da war es geil und die wollten mich und dann war ich da und durfte für die malen, Cartoons, Karikaturen, Stadtpläne, was halt anfiel so. Hast du da eigentlich ziemlich schnell schon so ein kleines Lebensziel erreicht, dass man mit etwas, was man gerne macht und was man liebt, sein Geld verdienen kann, zum Beispiel mit Malen? Ja, genau. Das hätte ich genauso gern gemacht wie Musik jetzt. Oh, cool. Ich hatte eher so das Gefühl. Guck mal, da landet bei dir. Also es regnet uns hier so Dinger drauf vom Baum. Das ist Natur. Wenn ich dagegen nicht allergisch bin, das ist super. Sonst sehe ich gleich aus wie mit der Maske. Okay. Nur ohne Maske. Ich hatte das Gefühl, wenn ich die Story irgendwo gelesen habe, da du dann durch die Abteilung da gewandert bist und so, dass es dann irgendwie doch noch nicht ganz das Richtige war. Aber du könntest dir auch vorstellen, bis heute Cartoonist bei der Zeitung zu sein. Na, 2 Jahre waren cool. Aber irgendwie war es genug dann, das reicht auf jeden Fall, nach 2 Jahren. Nebenbei hast du Musik gemacht, die ist irgendwann beim Cars gelandet. Genau. Der hat das zufällig sich im Internet runtergesaugt, hat sich das angehört, fand das gut und hat dich gesucht. Und dann? Und dann wurde ich zu Chipperator eingeladen. Hat er dich angerufen irgendwann, hast du dich gemeldet oder wie kam der Kontakt dann? Ja, dann hat mich danach Cody angerufen und hat gemeint, hey, komm doch mal vorbei, also der Labelchef Cody. Und dann bin ich da vorbei und da waren alle im Büro, Meckes, Plan B, Cars, Cody, Bassi, Steffen, alle. Und wir sind dann eigentlich direkt auf eine Party von denen und waren eigentlich direkt Kumpels. Wenn man am Wochenende weggeht und sich betrinkt, da entstehen ja die besten Freundschaften. Und ja, da war es relativ schnell entschieden eigentlich, dass wir down miteinander sind. War das jetzt, kannst du das mal in so einer Relation zu Easy setzen? Gab es den Song da schon? Nee, den gab es da noch nicht. Da gab es nur das Meine Musik Mixtape mit allem, was drauf war.
auch ohne Easy war man schon überzeugt von dir. Voll und ganz. Und dann kam Easy. Und dann kam Easy. Haben sich die Jungs in deine Musik da schon irgendwie eingebracht oder hat sich da eigentlich gar nichts geändert? Du hattest jetzt neue Freunde und irgendwie ein Label, und aber hast einfach Musik gemacht wie vorher auch. Genau, ich hatte nicht neue Freunde, ich hatte halt immer noch dieselben Freunde, immer noch dasselbe Umfeld, nur ein Label. Musik habe ich so wie nach wie vor weiter so gemacht. Und dann kam Easy. Und spätestens dann war dann auch der Plan hinfällig, eine Grafikagentur aufzumachen. Genau. Das war ja schließlich echt mal der Plan, dass wir eine Grafikagentur aufmachen. Vielleicht mache ich das noch. Nach der Musik, das hast du auch schon mal irgendwo gesagt, wenn es mit der Musik irgendwann vielleicht wieder vorbei ist, dann könntest du dir immer noch gut vorstellen, den Rest deines Lebens mit Grafik zu verbringen. Genau. Beides schöne Sachen auf jeden Fall. Kann man mit irgendwas mit Medien ja doch glücklich werden. Mhm. Wie hat sich heute dein Privatleben verändert? Mein Privatleben hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Dank Maske. Das ist perfekt, also ich setze die Maske ab und laufe durch die Stadt, kein Mensch erkennt mich und es ist perfekt so. Was machst du privat? Ist das immer noch so ähnlich, wie es in deiner Jugend war? Ein bisschen malen, ein bisschen Musik, ein bisschen Skateboard fahren, ein bisschen Basketball spielen und mit Kollegen rumhängen? Genau so, also wenn ich heimkomme, werfe ich meine Tasche in die Ecke, pack mir eine Badehose und gehe mit den Kumpels an den See oder gehe Basketball zocken. Ich habe zwar jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit und bin ganz selten daheim, aber jetzt im Sommer wird es besser, da habe ich nur am Wochenende Festivals. Dann kann ich unter der Woche richtig abhängen, wie damals. Wenn das Album jetzt erwartungsgemäß gut einschlägt, wirst du es gerne so beibehalten, wie es bisher ist? Also bei deiner Mutter wohnen, wenn ich das richtig verstanden habe, und halt da bleiben, wo du herkommst, deine Kollegen da haben und das machen, was du seit deiner Jugend machst? Oder siehst du dich schon in der schönen Villa mit dem Oldtimer, den du dir kaufen wolltest? Doch, es wird eigentlich alles so bleiben, glaube ich, jetzt mal auf jeden Fall noch ein, zwei Jährchen, dass ich in der Gegend bleibe, wo ich wohne, mit Kumpels, logisch. Und ich kaufe doch mir doch keine Villa. Wann soll ich mir eine Villa kaufen? Von welchem Geld? Kleine Villa. Eine kleine. Du musst doch die Illusion aufrechterhalten. Ja, stimmt. Also ich habe schon das Ziel vor Augen. Irgendwann wohne ich auf einem Hügel mit Blick auf die Stadt, mit Pool. Somit im Pool dann auch Blick auf die Stadt natürlich. So, solche Ziele habe ich, aber das ist noch weit. Ist noch weit. Ich bleibe in meiner Hood. Das ist sehr real, ja. Finde ich gut. Gut, danke. Haben wir ein bisschen einen Einblick in dein Leben bekommen. So viel dazu. Den Rest im nächsten Interview. Dankeschön. Okay.